Hallo und herzlich willkommen auf dem Küchennews-Kanal. Mein Name ist Frank Neubauer und heute zeigen wir euch in Teil 4 unserer Serie Jetzt helfe ich mir selber, wie man kleine Undichtigkeiten am Siphon beseitigen kann. Der Siphon ist die Verbindung zwischen Spüle und Wand. Dort sind Kunststoffrohre miteinander verschraubt und manchmal löst sich im Laufe der Zeit die Verbindung ein bisschen und durch den Temperaturunterschied zwischen kalt und warm, der dort immer stattfindet, lockert sich das manchmal und dann kann hier oder da mal ein Tröpfchen Wasser austreten. Das ist überhaupt kein Problem und hier zeigen wir euch, wie ihr dieses Problem beseitigt. Ein wichtiges Element, was immer mal wieder auch zu kleinen Mängeln in der Küche führen kann, ist das Siphon. Das ist die Verbindung von der Spüle in die Wand. Hier läuft sehr viel kaltes, sehr viel heißes und auch sehr heißes Wasser durch. An dem oberen Teil zum Beispiel ist der Einlauf von dem Spülmaschinenabwasser. Dieses kann teilweise bis zu 70 Grad heiß sein und deswegen ist dieses Kunststoff enormen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Manchmal kann es sich trotz sorgfältigster Montage eben dazu führen, dass hier eine kleine Undichtigkeit entsteht. In diesem Fall einfach mal prüfen, sind die Verschraubungen oben und unten am Siphon fest genug. Einfach mal nachziehen, vielleicht reicht das schon. Andernfalls kann man natürlich genauso gut gucken, ist mein Spülmaschinenanschluss richtig dicht oder ist es auch oben an der Spüle richtig festgeschraubt. Das ist ohne Werkzeug, kann jeder selbst einmal zu Hause prüfen, bevor ein Techniker geholt wird. Sollte die Spülmaschine eine Fehlermeldung abliefern, dass sie nicht abpumpen kann, in diesem Fall schraubt ihr bitte für die Erstdiagnose einfach mal den Ablauf von der Spülmaschine ab. In den allermeisten Fällen ist der Blindstoffen noch drin und natürlich kann die Spülmaschine dann nicht abpumpen. Einfach das Element wieder draufschrauben, dafür braucht ihr noch nicht mal im Vorfeld den Ablaufschlauch von der Spülmaschine abzuschrauben. Und schon sollte es problemlos funktionieren. In diesem zugegebenermaßen etwas vollen Schrank habt ihr folgende Elemente. Hier oben die Verschraubung am Exzenterventil der Spüle und dann die Verbindung zu dem Siphon bei Rohrverlängerung. Hier hinten der Anschluss vom Spülmaschinenschlauch. Und wie gesagt, bei Undichtigkeiten einfach mal prüfen, ob alles richtig festgeschraubt ist. Vielen Dank an alle, die sich bis hierher die Zeit genommen haben zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Themen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in unseren Videos verwendet haben, schaut einfach unten nach. Dort schreiben wir das auch immer rein. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch gerne unsere weiteren Videos an. Hinterlasst uns ein Like oder abonniert unseren Kanal und nicht zu vergessen, die Glocke drücken. Tschüss!